Liebe Parteifreundinnen und liebe Parteifreunde, vor gut 2 Jahren ist mein mittlerer Sohn eingeschult worden und es war ein neuer Lebensabschnitt. Stellen Sie sich vor, draußen im Schulhof saßen die Kinder mit Schultüte, mit Maske und mit Abstand. Ohne Oma, ohne Opa, ohne Feier, ohne Musik, ohne Lächeln und ohne Spaß. Was für eine Einschulung. Unter diesen Umständen ist es wirklich schwer, Vertrauen zu fassen, sich kennenzulernen, Freunde zu finden. Und liebe Parteifreunde, die Corona-Pandemie hat wirklich es unseren Kindern nicht leicht gemacht. Und die Folgen der Schulschließungen sind immer noch zu sehen. Die Schere, die Bildungsschere geht auseinander. Jugendliche leiden unter psychischen, sozialen und auch unter körperlichen Problemen. Und so etwas gab es noch nie und so etwas darf es auch nie wieder geben. Und wie gut ist es, dass unsere Bundesbildungsministerin, unsere Landesvorsitzende Bettina, sich dafür stark gemacht hat, gekämpft hat wie eine Löwin, dass es keine weiteren Schulschließungen wegen Corona gibt, liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde. Das ist ganz essentiell. Doch was war das Kernproblem? Was war das eigentliche Problem? Durch die Schulschließung zu Beginn der Corona-Pandemie wurde das Recht auf Bildung der Kinder massiv verletzt. Massiv. Natürlich gab es Schulen, die fast gleichwertigen digitalen Unterricht angeboten haben. Aber es gab auch eine Vielzahl von Schulen, die gar nicht beschult haben oder kaum. Und wie schnell ist dann die Bildung unter den Tisch gefallen? Wie schnell war die Bildung unserer Kinder nicht mehr relevant? Und liebe Parteifreunde, gibt es überhaupt das Recht auf Bildung in Hessen? Gibt es das Recht auf Bildung in Hessen? Schauen wir mal in unsere Verfassung. Da werden wir das Recht auf Bildung nicht finden. Wir finden da die Schulpflicht, ja, aber das Recht auf Bildung ist dort nicht niedergeschrieben. Und das Problem war also, dass bei der Ausarbeitung der Corona-Maßnahmen das Recht auf Bildung ganz schnell gegen andere Güter weggewogen und abgewogen werden konnte. Und das können wir nicht hinnehmen, liebe Freunde, das geht so nicht. Das Recht auf Bildung ist nämlich genau das Gegenstück zur Pflicht des Staates, Bildungsmöglichkeiten zu eröffnen und zu schaffen. Es ist ein Abwehrrecht gegen die Maßnahmen, das Bildungsangebot an den Schulen einzuschränken. Und deswegen werde ich mich im Hessischen Landtag im Team der Freien Demokraten dafür einsetzen, dass wir das Recht auf Bildung in die hessische Verfassung aufgenommen bekommen, liebe Freunde. Das ist ganz essentiell. Und dass das einen erheblichen Unterschied macht, hat die Corona-Pandemie gezeigt. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir hier tätig werden. Und liebe Freunde, unser Spitzenkandidat Stefan Naas hat es ja gesagt. Er hat es sehr deutlich gesagt. Wir hatten im Hessischen Landtag, gilt ja allgemeinhin als das härteste Parlament Deutschlands, wir hatten im Hessischen Landtag unseren Moment der Wahrheit. Als die Linke uns beschimpft hat, wir seien die radikale Mitte. Ja, liebe Parteifreunde, wenn radikale Mitte bedeutet, morgens aufzustehen, fleißig zu sein, die Ärmel hochzukrempeln, einmal mehr die Extrameile zu gehen, sich um junge Menschen, um alte Menschen zu kümmern, Verantwortung zu übernehmen, Wohlstand zu schaffen, ja dann, liebe Freunde, ja dann bin ich gerne ein Teil der radikalen Mitte in diesem Land. Liebe Freunde, diese radikale Mitte ist ja auch nicht klein. Nein, diese radikale Mitte hat rund 7.500 Mitglieder.
Wir sind also nicht alleine. Treten wir gemeinsam den Weg an. Treten wir gemeinsam ein für eine liberale Politik in Hessen. Und treten wir gemeinsam an für das einzige Bündnis, das für uns von Bedeutung ist. Für das Bündnis der Liberalen in der Freien Demokratischen Partei. Mein Name ist Moritz Promny und ich bitte Sie um Ihr Vertrauen.